Europas Klimakonzept für 2050 sieht saubere Energiegewinnung vor, zum Beispiel aus Wind- oder Solarkraft. Die sind aber beide stark wetterabhängig. Wenn die Sonne mal nicht scheint und der Wind steht, sitzen wir dann im Dunkeln? Wir müssen also in der Lage sein, Strom zu speichern, wenn dieser gerade überschüssig produziert wird. Aber die Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland sind schon voll ausgelastet und neue zu bauen wäre nicht lohnenswert. Und Batterien oder Akkus in der Größenordnung? Zu teuer. Wir brauchen also eine andere Methode. Die Idee, aus Wasser durch Elektrolyse Wasserstoff herzustellen, wenn Strom gerade überschüssig vorhanden ist, gibt es schon lange. Aber die Speicherung von Wasserstoff verlangt erstens viel Platz und ist zudem nicht ganz ungefährlich. Deswegen gibt es jetzt ein Verfahren, bei dem aus Wasserstoff und aus CO2 ein synthetisches Methan hergestellt wird, das auch SNG genannt wird, Substitute Natural Gas. Dieses künstliche Methan verhält sich ähnlich wie Erdgas und kann in das deutsche Erdgasnetz eingespeist und gespeichert werden. Bei Bedarf wird es einfach wieder rückverstromt. Es kann aber auch zum Kochen, zum Heizen oder im Mobilitätssektor verwendet werden. Damit scheinen doch alle Probleme gelöst, oder? Fragen wir einfach bei den Experten am KIT in Karlsruhe nach. Die Forscher vom Engler-Bunte-Institut, darunter Herr Buchholz, haben ein neuartiges Verfahren zur Methanisierung von Wasserstoff entwickelt. Guten Tag, Herr Buchholz. Hallo, Valentina. Schön, dass Sie uns empfangen. Was ist Ihre Aufgabe am Engler-Bunte-Institut denn genau? Ja, also ich bin am Engler-Bunte-Institut zuständig für die Forschung im Bereich Gase, erneuerbare Gase. Das ist an der DVGW-Forschungsstelle, die am Engler-Bunte-Institut angesiedelt ist. Das Engler-Bunte-Institut ist das älteste Institut an der Universität Karlsruhe, dem heutigen KIT. Und wir sind ja das Institut, das sich mit der Erzeugung und Veredelung von Brennstoffen in jedem Zustand untersucht. Das heißt also, wir kommen traditionell aus der Gasforschung. Wir sind gegründet worden in Verbindung mit den Stadtwerken Karlsruhe, als man früher noch die Gasversorgung lokal organisiert hat über die Vergasung von Kohle, das sogenannte Stadtgas. Und aus diesem Sektor haben wir uns entwickelt und machen mittlerweile Brennstoffforschung in allen Bereichen, also auch erneuerbare flüssige Brennstoffe und Brennstoffveredelung. Und Sie arbeiten speziell am Projekt Power to Gas mit? Genau, also Power to Gas ist ein neues Projekt, das wir hier untersuchen. Das ist also die Konversion diesmal nicht von festen Brennstoffen hin zu gasförmigen Brennstoffen, sondern die Verwendung von überschüssigem Strom, der jetzt neuerdings anfällt. Wenn wir den Anteil an erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung erhöhen, gibt es teilweise Zeiten, wo mehr Strom erzeugt wird, als er gebraucht wird. Und diesen Strom wollen wir in Form von der Umwandlung in einen chemischen Speicher, also in diesem Fall in Erdgasersatzstoff, im Endeffekt speichern. Das Spannende ist, dass wir ganz neue Herausforderungen haben. Wir haben einen Prozess, der eben dann nur benötigt wird, wenn wir Überschussstrom haben. Das ist eine neue Herausforderung, weil üblicherweise chemische Prozesse immer stationär in gleichen Bedingungen ablaufen. Hier haben wir jetzt aber das erste Mal den Fall, dass dieses System schnell an- und abgeschaltet werden können muss. Diese Herausforderung bewältigen wir hier mit diesem Laborreaktor, indem wir hier den Wasserstoff erzeugen mit dem Überschussstrom und Wasserstoff mit CO2 in Reaktion bringen in einem mit Flüssigkeit gefüllten Reaktor. Diese Flüssigkeit kann die frei werdende Reaktionswärme speichern und auch gut aufnehmen, wenn die Reaktion abläuft. Das heißt, wir haben wie eine Thermoskanne eine große Flüssigkeitsmenge, die einerseits die Wärme speichern kann, andererseits die Wärme gut aufnehmen kann. Woher soll denn das CO2 kommen, das wir benötigen? Genau, also den Wasserstoff, den erzeugen wir aus dem Überschussstrom. Aber CO2 ist also notwendig, um den Kohlenstoff bereitzustellen, um Methan herzustellen. CO2 ist bisher in unseren bisherigen Prozessen immer das Abfallprodukt gewesen. Es hatte keinerlei Wert. Es entsteht bei der Energieerzeugung, wenn wir irgendwelche fossilen Kraftstoffe verbrennen. Und da fällt es also in großen Mengen an und wurde bisher einfach in die Atmosphäre entlassen.
was zu den Problemen führt, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren sehen, dass über das erhöhte CO2-Anteil dann das Treibhauspotenzial erhöht wird und sich die Umgebung aufheizt. Das wäre also notwendig, dass wir das CO2 nicht in die Atmosphäre entlassen, sondern einerseits speichern und andererseits über diesen Konversionsschritt wieder umwandeln in ein wertvolles Produkt, nämlich das Methan, das wir dann wieder zum Heizen oder zum Verstromen nutzen können. Andererseits ist es so, dass wir diese Kraftwerke ja unter Umständen, wenn wir diesen Prozess etablieren, nicht mehr in der großen Anzahl brauchen oder im besten Fall komplett ersetzen könnten, sodass wir eine alternative CO2-Quelle brauchen. Und da bietet sich an, dass man auch biologische Prozesse nutzt. Bei der Fermentation entsteht neben gewünschten Produkten auch immer CO2, zum Beispiel bei Biogasanlagen. Und dieses CO2 wird bisher nicht genutzt. Wenn wir also das CO2 abtrennen aus dem Biogas, können wir es in diesem Prozess mit der Methanisierung umwandeln in zusätzliches Methan und mit dem bisherigen Biomethan in das Erdgasnetz einspeisen. Das wäre dann umweltfreundliches CO2. Genau, also es entsteht aus regenerativen Quellen und würde dann durch diesen Konversionsschritt zusätzliches CO2-neutralen Energie bereitstellen. Das deutsche Erdgasnetz mit all seinen Speichern hat ja enorme Kapazitäten. Wenn man jetzt die Methode Power to Gas anwenden würde, wie lange könnten wir ohne externen Strom auskommen oder ohne externe Energieeinspeisung von Solar- und Windkraftwerken? Das ist eine gute Frage. Prinzipiell ist es so, wir haben eine vorhandene Infrastruktur in Form von Erdgasnetz und auch großen Erdgasspeichern. Das Erdgas wird bisher genutzt, um viele Haushalte mit Wärme zu versorgen. Wir erzeugen damit Warmwasser, wir heizen. Und dieses komplette System könnten wir mit Power to Gas unterstützen. Also wir können einen größeren Anteil an dem bisher fossilen Erdgas ersetzen mit Power to Gas. Und da ist die Kapazität nahezu unbegrenzt, weil das Erdgasnetz mit seinen Speichern eigentlich die Energie für ein ganzes Jahr bereitstellen kann. Zurzeit wird auch der Bau von neuen Stromtrassen diskutiert, die den Strom von Nord nach Süd transportieren sollen. Mit der Methode Power to Gas könnten wir aber doch auf die Stromtrassen verzichten und stattdessen die Gaspipelines als Fördermittel benutzen. Genau, also die Gasinfrastruktur ist vorhanden. Wir können von jedem Ort in Deutschland können wir größere Mengen an Gas transportieren, wo sie dann gebraucht werden. Und das wäre die Alternative. Bisher ist angedacht, den Strom aus dem Norden von den Offshore-Windparks in den Süden, wo der größere Bedarf an Strom ist, zu transportieren. Dies bedarf großen Investitionen. Es müssen Stromtrassen gebaut werden. Es ist eine Belästigung für die Anwohner, durch die diese Trassen, durch die Grundstücke verlegt werden müssen. Und eine Alternative wäre, eine zentrale Anlage am Ort des Windparks hinzustellen und dort direkt den Strom zu wandeln in Erdgasersatzstoff und das Ganze dann unsichtbar in den vorhandenen Pipelines, die in der Erde vorhanden sind, transportieren nach Süden und hätten so keinerlei Belästigung der Anwohner. Und auch die Investitionen würden sich beschränken auf die lokalen Anlagen am Ort der Stromerzeugung. Und das Methan, das Sie herstellen, kann man das dann direkt ins Erdgasnetz einspeisen oder muss noch etwas beigemischt werden? Prinzipiell muss dieser Erdgasersatzstoff, das SNG, angepasst werden, weil es bisher so ist, dass das fossile Erdgas in den Leitungen eine gewisse Zusammensetzung hat. Es hat eine gewisse Energiedichte und für diese Zusammensetzung sind die Gasendverbraucher abgestimmt. Und wenn wir jetzt reines Methan einspeisen würden, müsste man jedes einzelne Gerät, jeden einzelnen Gastherme in den Haushalten müsste man ändern. Und das würde großen Aufwand bedeuten. Deswegen ist es einfacher, dem Methan, das wir so erzeugen, einen gewissen Anteil an höherkalorischen Gasen, die man übrigens auch mit einem ähnlichen Prozess herstellen kann, zuzumischen, um so die gleichen Eigenschaften des Erdgasersatzstoffes zu erzeugen, wie das vorhandene Erdgas in der Pipeline. Und aus dem Gas macht man dann am Zielort wieder Strom, oder? Das ist eine Alternative. Man kann am Zielort, wo der Strom gebraucht wird, kann man das Gas wieder entweder in einem Gas- und Dampfkraftwerk mit einem hohen Wirkungsgrad mit dem Fokus elektrische Energie zentral erzeugen oder die bessere Wandlung wäre dezentral am Ort, wo jetzt zum Beispiel in Einfamilienhäusern oder allgemein in Wohnhäusern, wo Strom gebraucht wird, auch gleichzeitig Wärmebedarf ist.
Und wenn man dort dezentral Blockheizkraftwerke installieren würde, könnte man einerseits den Wärmebedarf mit den Blockheizkraftwerken nutzen, decken und eben nebenbei auch noch den gewünschten Strom erzeugen. Das ist aber nur eine Variante. Wir brauchen also auch immer größere Mengen an Wärme. Das heißt, man kann das Erdgas oder den Erdgasersatzstoff auch gleichzeitig nutzen zur Wärmeerzeugung oder auch zu Mobilitätsgründen, wenn man jetzt an CNG-Fahrzeuge denkt. Das Ganze klingt doch alles einfach und simpel. Warum hat sich diese Technologie nicht schon längst etabliert? Also die Technologie ist im Prinzip etabliert. Also es gibt die Wandlung von CO2 und Wasserstoff zu Methan. Jedoch ist das Neue, dass man das Ganze eben nur unter diesen Zeiten oder zu diesen Zeiten anwendet, wenn Überschussstrom vorhanden ist. Und Überschussstrom gab es bisher nicht. Der Bedarf war also nicht da, weil der Einsatzstoff nicht vorhanden war. Bisher hat man Strom dann erzeugt, wenn er gebraucht wurde, weil es einen hohen Aufwand bedeutet hat, diesen Strom zu erzeugen. Aber durch den Einsatz, jetzt im verbreiterten Einsatz von erneuerbaren Energien in Form von Photovoltaik und Windstrom, gibt es eben diese Stromüberschüsse. Und die machen es jetzt erst sinnvoll, Power-to-Gas zu entwickeln und anzuwenden. Denken Sie auch, dass von der Politik da noch andere Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen? Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Bisher ist Power-to-Gas, es ist ein Prozess, der eine Wandlung von Strom hin zu chemischer Energie bedeutet. Die Wandlung ist immer mit Verlusten, geht mit Verlusten einher. Und deswegen ist dieser Prozess aufwendig. Wenn der politische Rahmen nicht gewährt wird, dass durch die zusätzliche Einspeisung von Überschussstrom diese Konversion auch von der wirtschaftlichen Seite interessant wird, ist diese Technologie zum Scheitern verurteilt, weil wir den Strom ja zu hohem Aufwand oder zu hohen Kosten durch Subventionen teuer einkaufen müssten und dadurch der Prozess nicht mehr wirtschaftlich ist. Also wenn gewollt ist, dass wir den fossilen Bedarf ersetzen durch regenerative Quellen, dann wird es auch notwendig, diese Überschüsse zu nutzen, weil das Gesamtbedarf oder der Gesamtangebot an an regenerativen Einsatzstoffen begrenzt ist. Es ist also praktisch ein Umdenken erforderlich. Es ist ein Umdenken erforderlich, wenn wir wollen, dass wir energieunabhängig werden wollen, dass wir die Energie im Land erzeugen wollen durch regenerative Quellen. Im Februar 2012 war es in Deutschland bitterkalt und dann kam es zu Engpässen bei der Gasversorgung. Dann haben viele Medien berichtet, dass die Gaspipelines in Deutschland erheblich ausgebaut werden müssen und dass Millioneninvestitionen erforderlich sind. Wenn man das von dieser Seite betrachtet, wäre unser Gasnetz in Deutschland dann überhaupt gerüstet für eine zusätzliche Belastung wie Power-to-Gas? Ja, also im Februar 2012 war es eine besondere Konstellation. Das war gegen Ende der Kälteperiode. Die vorhandenen Speicher waren größtenteils leer. Das heißt also, der gesamte Gasbedarf musste gedeckt werden über die großen Importleitungen, also über die Transportleitung, wo das fossile Erdgas aus Sibirien antransportiert wird. Und die waren der Engpass. Das Leitungssystem innerhalb von Deutschland ist seit 50 Jahren etabliert und dort gab es noch nie Versorgungsengpässe. Wenn wir jetzt also den Wechsel vollziehen von fossilen Quellen, die in großer Distanz liegen, hin zur lokalen Erzeugung über Power-to-Gas im Ort, wo wir unseren Überschussstrom haben, also innerhalb Deutschlands, würde das Leitungsnetz komplett ausreichen, um den Bedarf zu decken. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ja, hat mich gefreut.